Ja, ein Video zu einer Sache, die immer wieder falsch verstanden wird, falsch angenommen wird. Ja, es geht mir tatsächlich darum, um mit ganz vielen Mythen aufzuräumen, weil ich im Laufe meiner Coaching-Karriere und natürlich meines eigenen Lebens, ja, okay, immer wieder drauf reingefallen bin. Mir die Zähne ausgebissen habe an Ratschlägen, weil ich gedacht habe, sie kommen von Leuten, die wissen ja, um was es geht. Und diese Ratschläge, die kommen meistens ohne Begründung. Sie werden dir nicht erklärt. Du erfährst nicht das Prinzip, worum es geht. Und das Prinzip der Energie, das Prinzip der Schöpfung, das Prinzip der Kreation wirkt immer. Und erst wenn du wirklich richtig verstanden hast, wie dieses Prinzip funktioniert, kannst du auch solche Ratschläge durchschauen. Du kannst erkennen, was damit wirklich gemeint ist und fällst dann nicht weiter in die Falle, tappst nicht in die Falle und machst dir eigentlich das Leben noch viel schwerer, als dass du eine Lösung findest. Und dieser Ratschlag, annehmen, was ist. Dieser Ratschlag möchte, dass du in eine neutrale Energie kommst, eine bedingungslose Energie. Dieser Ratschlag möchte, dass du in dein reines Bewusstsein kommst, in dein göttliches Bewusstsein. Dieser Ratschlag möchte, dass du dich an dein Divine Design erinnerst. Nur kannst du dich nicht an irgendetwas erinnern, das du nicht kennst. Also musst du es bekannt machen dir. Du musst dein Divine Design kennenlernen. Und wenn du dieses Divine Design kennengelernt hast und weißt, wer du wirklich bist, ohne Bedingungen, ohne Geschichte, ohne Überzeugung und pass auf, jetzt kommt es, ohne anzunehmen, dass das, was ist, wahr ist. Und das ist so existenziell, dass du deine Realität verändern kannst, dass du das bekommst, was du willst. Und es ist nur eine falsche Blendung, weil wenn du annimmst, was ist, machst du jedes Mal mehr davon, du kreierst mehr davon. Wenn ich annehme, ich bin gut, ich bin reich, ich bin in Ordnung, dann kreiere ich mehr davon. Wenn ich aber annehme, dass es gerade schlecht ist, dass es mir schlecht geht, dass ich krank bin, dass ich keine finanziellen Möglichkeiten habe, mir meine Wünsche zu erfüllen, dann nehme ich das an und kreiere mehr davon. Es ist in den meisten Teachings, in den meisten Ratschlägen nur die halbe Miete drin. Es ist die halbe Miete drin, dass du dich nicht verändern musst, dass du annehmen musst, was da ist, dass du tatsächlich annehmen musst, dass dein Leben so ist, dass du annehmen musst, dass du so bist, aber du musst es eben nicht annehmen, sondern du musst die Wahrheit annehmen. Du nimmst dein Divine Design an statt dessen und du nimmst nicht an, was ist, weil das willst du ja nicht. Verstehst du? Und deswegen reitet so viele Leute dieser Ratschlag erst recht in die Kacke, nämlich in den Frust. Ich nehme es ja jetzt an. Oh, ich nehme es an. Ich bin ein Opfer. Ein Opfer muss annehmen. Ein Opfer nimmt an, hat Überzeugungen über Opfertum. Annehmen hat so eine krasse Bedeutung. Es heißt nicht nur, ich nehme es zu mir her, sondern es heißt, ich nehme es als wahr an.
Und dann wird es zu deiner Wahrheit. Und dann machst du eine Wahrheit, die du nicht haben willst, zu deiner Wahrheit und fühlst dich elend, fühlst dich schlecht, fühlst dich ausgeliefert, fühlst dich gestraft, fühlst dich womöglich noch schuldig und so weiter und so fort. Das bewirkt dieses Annehmen. Aber ich bin noch kein Annehmer. Ich bin noch ein Schöpfer und ich nehme das Göttliche an. Ich gehe vom Göttlichen aus. Ich habe die göttliche Perspektive. Ich kreiere mein Gott-Self. Ich hole meine Kraft aus meinem Gott-Self. Und Gott muss keine Scheiße annehmen. Gott nimmt keine Scheiße an. Gott kreiert das Göttliche, das Perfekte, die größte Liebe, die größte Fülle, die größte Freiheit, bedingungslos. Bedingungslose Liebe heißt einfach nur bedingungslose höchste Idee, bedingungslose höchste Vorstellung, bedingungslos. Ich darf das machen ohne eine Bedingung, ohne eine Erlaubnis. Ich mache es, weil es mir zusteht, weil es mir entspricht, weil ich der göttliche Schöpfer bin und weil ich aufhöre, diesen ganzen menschlichen, beengten, bedingten Kram, den Bösen, den Ausgelieferten, den Unterdrückten, den Opferkram weiter in diese Welt zu tragen. Und deswegen kann ich nicht annehmen, was ist, weil es nicht ist in meiner Welt. Es ist nicht. Und ich muss es nicht annehmen. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst, dass du diese Kreationsgesetze verstehst, dass du wirklich verstehst, was Annehmen energetisch macht. Annehmen macht mehr davon, weil du Annehmen nicht verstehst. Annehmen in dem Sinne von, es beeindruckt mich nicht. Es holt mich nicht aus meinem Divine Design raus. Es beirrt mich nicht, was sich gerade da draußen zeigt. Es hat keinen Einfluss auf meine Schöpferkraft. Ich bleibe dabei, was ich haben will, was ich sehen will, was ich kreieren will, was ich möchte, dass sich aus mir outpusht, was aus mir entsteht für eine Welt. Ich bleibe dabei. Und das hat Wirkung. Das kreiert. Das manifestiert. Das verändert. Aber ein Mensch, der annimmt, was ist, ist null. Neutral. Passiert nichts. Bewirkt nichts. Erschafft nichts. Kreiert nichts. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video die Augen öffnen, welche Energie gemeint ist in Wirklichkeit. Und was aber viele draus machen. Und deswegen sind sie dann verzweifelt und deswegen haben sie dann wirklich dieses angepisste Gefühl, es kotzt mich an, die Scheiße anzunehmen. Weil es mir nicht entspricht, es entspricht nicht meinem Divine Design. Aber ich muss es ja annehmen, weil man sagt mir, das ist der Weg. Nein, musst du nicht, weil du kannst dich nicht dazu vergewaltigen, Dinge zu kreieren, die nicht deinem göttlichen Bewusstsein entsprechen, wenn du es nicht haben willst. Und wenn du es nicht haben willst, entspricht es nicht deiner göttlichen Vorstellung, deinem göttlichen Bewusstsein, deiner göttlichen Wahrheit. Und wenn du dich dann in dein Human Design reinzwängst, sagst, ich bin halt so, ja, dann bist du halt so, dann wirst du nichts verändern, weder für dich noch für die Welt. Energie lügt niemals. Intention ist Energie. Gedanken ist Energie, Gedanken manifestieren, Gedanken sind Information, Annahmen sind Informationen, wie du es annehmen willst, wie du es haben willst. Sei rein, sei klar, lerne zu verstehen, wie das funktioniert und lass dich nicht durch irgendwelche Ratschläge auf den Holzweg treiben, an dem du verzweifelst und merkst, es geht nicht. Aber es geht nicht, weil du zu blöd bist, sondern es geht nur einfach nicht, weil du falsch liegst. Und du liegst auch nicht falsch, weil du zu blöd bist, sondern du liegst falsch, weil du noch in deinem Human Design, in deinem Human menschlichen Denken stehst und noch nicht dich erhoben hast, über diesen ganzen Quatsch und bla 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 den Leute
ihr ganzes Leben lang von Generationen zu Generationen von sich gegeben haben und in denen du dich eingekauft hast. Und wenn du dich da einkaufst und dich immer noch nicht frei fühlst, immer noch nicht gut genug fühlst, immer noch nicht in deiner Kraft, in deiner Schöpferpower fühlst, dann hast du dich wo Falsches eingekauft. Und dann musst du dort nicht bleiben. Bleib immer bei der Wahrheit und die Wahrheit fühlt sich gut und richtig für dich an. Die Wahrheit gibt dir Kraft. Die Wahrheit sagt dir, du kannst verändern. Die Wahrheit sagt, du bist gut, du bist perfekt, du bist richtig, du bist immer gewollt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist die Wahrheit über dich. Und wenn jeder Mensch das verinnerlicht hat, dieses Prinzip des Divine Designs, und das ist bei der Divine Design Reise darum geht, aus diesem Human Denken, diese beschränkte Zusammenhangsdenken, Erklärungsdenken, logisch denken, dass er sich daraus erheben soll und sein Divine Design erkennen und verkörpern, um aus diesem dann ein Leben zu erschaffen, das außergewöhnlich ist, weil ich erkannt habe, wie ich bin als außergewöhnliche Frau. Und außergewöhnlich ist Divine Design, weil gewöhnlich ist Human Design, menschliches Denken, beschränktes Denken, Denken in Unmöglichkeiten, Denken in solchen Ratschlägen. Und ich hoffe, ich konnte dich erreichen und ich hoffe, es sinkt langsam bei dir, dass diese Dinge, die nicht funktionieren, weil du falsch bist oder etwas falsch machst, sondern weil du es noch falsch verstehst, weil du diese Human Design Perspektive noch annimmst. Und sobald du dich erhebst und sobald du die Welt mit diesen göttlichen Augen siehst und dann die göttlichen Regeln erkennst, wie sich alles durch dich hindurch erschafft, durch deine Annahme, kannst du nicht mehr annehmen, was ist, sondern du wirst transformieren. Und dann bist du in einer Schöpferkraft, in einer transformierenden Kraft. Und dann bist du dabei, ein Paradies für dich und deine Welt zu erschaffen. Und wir können das alle. Wir können es alle. Es gibt keine Begrenzungen. Und wenn wir verstehen lernen, wo die Begrenzungen herkommen, können wir sie auflösen, stehen lassen. Komm in deine Power. Erlaub dir, alles zu wollen, was du jemals wolltest, ohne Wenn und Aber, weil du weißt, wie Kreation funktioniert. Und dann, wenn du schon immer mal ein Business haben wolltest, über ein Business die Welt verändern, deinen Fußabdruck in der Welt lassen, weil du hinterlässt immer deinen Fußabdruck in deiner Welt, aber hinterlass ihn mal so, wie es dir gefällt. Und dazu ist auch dieses Programm für das Business Starter Programm da, für genau die Leute, die das wollen und nicht wissen, wie. In 4 Monaten kannst du wissen, wie und die Türen öffnen. Zu deinem Business ist die Welt verändert. Melde dich bei mir. Du kannst immer noch einsteigen. Du kannst immer noch die Entscheidung treffen, es jetzt endlich zu tun und endlich die zu sein, die du dir wünschst zu sein, diese außergewöhnliche Frau. Und nur diese außergewöhnliche Frau, wenn du die verkörperst, dann verkörpert dein Leben das, was du bist. Das, was du bist und nicht das, was du wirst. Dein Leben verkörpert nicht das, was du wirst, sondern das, was du jetzt in diesem Moment bist. Und das ist eben diese Quantentransformation, das sind diese Quantensprünge, weil es nur darum geht, wer du jetzt bist. Und wenn du es jetzt bereit bist, den Scheiß loszulassen und in ein anderes Leben, in eine andere Realität mit anderen Ansichten und anderen Annahmen zu springen, dann geht es eben schnell. Aber du musst bereit sein. Und wenn du bereit bist und ich dir helfen darf, melde dich gerne bei mir, aber nur, wenn du bereit bist. Und wenn du noch nicht ganz bereit bist, aber bereit sein willst, melde dich auch bei mir. Aber wenn du sagst, ich werde es nie tun, weil es nicht klappt, dann melde dich dann bei mir, wenn du bereit bist.
Also einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und alles Liebe.